Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Einige von euch haben mich über Mails und über Kommentare unter meinen letzten Videos angeschrieben, dass ich doch einfach mal mein Outdoor-Messer, das ich ja die letzte Zeit benutze und es in meinen Videos zu sehen ist, einfach mal vorstelle und erkläre, was ich da für ein Messer habe. Heute ist es soweit, ich möchte euch mein Outdoor-Messer zeigen, was ich die letzte Zeit immer mit mir rumtrage und mit dem ich eigentlich hier im Lager alles gebaut habe. Wenn es euch interessiert, was das für ein Messer ist, dann dürft ihr jetzt einfach dranbleiben. Das Messer, das ich jetzt seit einem knappen Dreivierteljahr dabei habe, wenn ich draußen unterwegs bin, ist klar ein selbstgemachtes Messer von mir, ein Messermodell von mir. Und ich hatte ja über die letzten paar Jahre immer mein Don 2 mit dabei, wenn ich draußen unterwegs war, was auch ein richtig tolles Messer ist, wo ich echt viel mit gemacht habe. Aber ich hatte dann irgendwann mal so das Gefühl, ich müsste mal was Neues wieder mitnehmen, oder es gab einfach auch mal ein paar Arbeiten. Da war das Don nicht dafür geeignet, weil es dann doch mehr für die speziell gröberen Sachen geeignet ist. Und ja, habe dann überlegt, welches Messer könnte ich mir denn von meinen Modellen bauen für mich selber. Und habe dann mich für das Mellon entschieden und habe das dann angefangen mit rauszunehmen. Hört sich zwar doof an, aber ist wirklich so, dass ich von den Messermodellen, die ich teilweise baue, nicht wirklich alle daheim habe, sondern es ist manchmal so, ich baue eins und der Prototyp geht dann irgendwie weg und dann will ich mir wieder eins bauen, dann kommt vielleicht wieder einer, der Interesse dran hat. Und da ich ja nicht nur am Messer bauen bin, sondern das ja ein Hobby ist, bleibt es manchmal auf der Strecke, dass ich dann selber auch eins habe, weil ich gerade keine Lust habe, mehr oder weniger eins zu bauen. Da habe ich mich jetzt dann dazu überwunden, habe eins gebaut und habe mir auch gesagt, das bleibt bei mir, das geht auch nicht fort, und habe mir dann auch ein spezielles Holz dafür ausgesucht und habe das dann ein bisschen an meine Wünsche angepasst. Ja, und rausgekommen ist dann das Mellon, das ich hier jetzt auch dabei habe, was ich euch zeigen möchte. Und ja, bevor ich jetzt noch lang rumrede, hole ich die Kamera her und zeige euch das nochmal aus der Nähe und erkläre ein bisschen was dazu. Bevor ich euch jetzt das Messer zeige und ein Menge was dazu erkläre, werfen wir mal einen ganz kurzen Blick auf die Scheide. Ich habe hier eine ganz normale Köcherscheide dazu gebaut, so eine Steckscheide, und habe mich aber hier dieses Mal für ein Dänglersystem entschieden. Einfach weil ich dadurch die Möglichkeit habe, das Messer ja auf verschiedene Art und Weisen zu tragen. Ich kann es mal tief tragen, mal hoch tragen. Und wenn ich mehrere Tage draußen unterwegs bin, kann ich den Dängler am Gürtel lassen und klipse das Messer gerade aus und kann es auf die Seite legen. Dann stört es nicht. Den Feuerstahl habe ich dieses Mal auf der Scheide vorne angebracht. Da, wo dann die Klinge auch in der Scheide drin steckt, da stört er am wenigsten. Denn den Feuerstahl hier außen anzubringen, fand ich irgendwann nicht mehr so gut, weil ich da einfach auch öfters hängen geblieben bin an dem Feuerstahl, der hier außen dran sitzt. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal als Test gemacht, den da vorne anzubringen, und funktioniert einfach super und ich bleibe nicht mehr dran hängen und hat sich so einfach definitiv bewährt. Kommen wir zum Messer. So schaut's aus. Ich habe an der Standardform vom Mellon nichts verändert, sondern ich habe im Endeffekt ein anderes Holz drauf gemacht. Standardmäßig hat das Mellon amerikanischen Nussbaum drauf und die Klinge vorne ist nur im oberen Bereich geschwärzt. Da bleibt die Härtepatina drauf und nur die Schneide selber ist blank. Finde ich eigentlich so normal eine gute Kombi, das Nussbaumholz vom Ami-Nussbaum, die braune Farbe und dann hier ein bisschen die fleckige Härtepatina, gibt dem ganzen Messer so einen rustikalen Trapper-Look, wie ich finde. Und wenn dann noch die Schneide so ein bisschen Patina ansetzt, dann kommt es eigentlich relativ schön. Ich habe da aber ein bisschen was ausprobiert, und zwar habe ich das Santos Morado-Holz genommen, das ist so eine Art Ironwood. Von der Farbe hat es mir gefallen, von der Maserung auch, und ich habe das einfach noch daheim rumliegen gehabt, weil ich es mir irgendwann mal gekauft habe und wollte auch mal ausprobieren,
wie das Messer ausschaut mit einer komplett geschwärzten Klinge, dass nur die Schneidphase unten blank ist. Zum einen wollte ich wissen, wie es optisch ist, und zum anderen wollte ich einfach auch ausprobieren, wie lange hält die schwarze Schicht vom Härten, die Härtehaut, im Gebrauch, bis es sich langsam ablöst. Und bis jetzt schlägt sie sich das gut. Es gibt ein paar einzelne Stellen, da merkt man, dass so langsam das Metall ein bisschen durchschimmert, das Blanke. Aber grundsätzlich hält die eigentlich für das, was ich damit gemacht habe, noch richtig, richtig gut. Oben hier an der Seite sieht man gar keine Abnutzungen, sondern hauptsächlich an der Schneide, dass da ein paar einzelne Stellen sind. Aber es schützt wirklich vor Korrosion. Es gibt keine Rostflecken, keine Patina, die sich da ansetzt. Und somit ist es eigentlich ein recht, recht guter Testlauf mit der komplett geschwärzten Klinge. Und es hat einfach wirklich so die Gebrauchsspuren und den Used-Look, den es langsam kriegt. Und das mag ich wirklich, das gefällt mir. Klingenrücken ist ganz normal, scharfkantig. Dann sieht man hier, dass auch schon gebraucht ist, dass da ein bisschen der Dreck drauf hängt vom Kienspan, vom Abrubbeln. Und auch hier bildet sich langsam Patina einfach vom Handschweiß und ja einfach vom Arbeiten, vom Dreck. Das finde ich eigentlich ja auch ganz okay. Das darf ruhig so sein. Das Messer ist ein Gebrauchsgegenstand. Bei den Mosaikpins, die ich hier reingemacht habe, habe ich auch ein bisschen rumprobiert, mal was Neues zu kreieren, indem ich da halt Messing und dünne Edelstahlstäbe verwendet habe. Passen eigentlich recht gut rein, so vom ganzen Ding her. Ja. Und so ist mein persönliches Melon eigentlich entstanden. Wie vorhin bereits erwähnt, ist das Melon seit einem Dreivierteljahr mein Favorit, mein absolutes Lieblingsmesser. Aber dennoch habe ich ja gerade daheim auf der Werkbank einen neuen Prototypen liegen. Der Rohling ist soweit fertig, er gehört noch gehärtet in die Griffschalen drauf. Und den werde ich dann auch, wenn es fertig ist, auf jeden Fall testen und eine Zeit lang mal ausprobieren, ob da alles so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn es euch interessiert, wie das Messer ausschaut, dann schreibt mir das doch unten in die Kommentare. Dann stelle ich es euch auf jeden Fall mal vor, bevor ich damit in die Testphase gehe. Und vor einem knappen Jahr ist auch noch mal so durch Zufall ein kleiner Prototyp entstanden von einem nett klassischen Bushcraft-Messer. Das hat der Siki Pop gerade bei sich zu Hause und der hat es in einem Video auch schon mal vorgestellt. Ich verlinke euch das einfach mal, da könnt ihr euch das mal anschauen, wenn es euch interessiert, wie das Messer ausschaut. Falls ihr mehr Infos über das Melon braucht, dann kann ich euch empfehlen, schaut mal beim Naturburschen Markus auf dem Kanal vorbei. Der hat das Melon auch und der hat das neulich auch mal vorgestellt, hat ein bisschen was dazu erzählt und hat auf seinem Blog auch einen Fazitbericht zum Melon geschrieben. Lest euch das einfach da mal durch, schaut euch das mal an, dann kriegt ihr einfach Infos zu dem Messer, was es kann, wie es performt beim ganzen Bushcraften, beim Baton oder sonstiges aus zweiter Hand und nicht von demjenigen, der das Messer herstellt, sondern einfach eine unverfälschte Meinung. Soweit dazu. Ich sage schon mal danke fürs Reinschauen, wünsche euch viel Spaß bei den beiden Videos hier, die ich euch noch einblende. Und ja, besucht mich auf Instagram, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht habt, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.